So, guten Abend und willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Either One auf Steam. Und heute erklären wir euch, warum es manche Geheimnisse gibt, die man nicht entdecken kann oder rausfinden kann. Erstmal muss ich rausfinden, wie dieser vierstellige Zahlencode ist. Weil wir müssen an diese Platte gehen. Wir haben wahrscheinlich irgendwo was geöffnet. Da gab es einige Tipps. Es gibt hier irgendwo... Warte mal. Hier gibt es irgendwo eine Schwarzlicht. Eine Lampenführung, wo man... Schwarzlicht reinpacken könnte. Jetzt mal gucken, wo war die... wo man Schwarzlicht reinpacken kann. Weil ich hab eine Birne, die man irgendwo reinstecken kann. Also nicht, was ihr jetzt denkt, ne? Ja, hallo, nein. Nein. Nicht das, was ihr jetzt denkt hier. Sondern in einer Führung kann man die reindrehen. Eine Lampe, eine Birne. Und ich suche diese Birne jetzt. Lass mal gucken, war die hier? Ne, das muss da hinten gewesen sein. Hier müssen wir, glaube ich, mal eben zum, wir müssen, auch, zum anderen, zum, Industriebereich da hinten hin. Wo uns dann eine gewisse andere Sache erwartet. Das hier? Ah, übrigens, danke für den Tipp, danke für den Tipp, lieber Carsten Meyer, dass man hier in diesen Lampenschirm die Schwarzlichtbirne reinpackt, weil in der Tat, wenn man eine Schwarzlichtbirne enthüllt noch gewisse andere Sachen. Und zwar die ganzen Codes, so, das heißt die ganzen Codes, ja, die, Stiefel und Zettel. Moment, ich hole mal eben Zettel kurz. Schreibe ich mir die mal auf. Die Codes. Die brauchen wir, um halt da unten diese Türen zu öffnen, weil das sind diese Codes. Jetzt habe ich aber nur den Stift jetzt, oder was? Darf ja nicht wahr sein hier, ey. Hammerhart. So. Das wäre einmal für F400. Für F400 ist es die 0314. Für F420 ist es die 1151 und für F480 ist es die 1403. So, damit haben wir die ganzen Codes.
Dann wollen wir mal. So, und erstes Ziel ist 400, ne? Ja, 400. Bin mal gespannt, was da drin ist. Nee, das ist hier unten. Die Rätselslösung liegt vor uns. Und wir gehen den Code ein. Mal sehen, was uns da erwartet. Mein Headset geht auch langsam zur Neige, merke ich gerade. Hier die Ohren. Ist wunderbar. Das ist wunderbar. So. 0314. 0. Ach, 0. 3. 1, 4. Nothing seems to work. Wanting something so badly that nothing else matters. Das ist von oben. Das sind die Säulen von oben. Die ich aktiviert habe, bestimmt, ne? Sag mal, lieber Carsten, was hat das eigentlich damit zu tun hier, dass man es offen und zumachen kann? Kann man da irgendwann irgendwas reinpacken, irgendwann? Bestimmt, oder? Also, ich bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, aber, ich meine, wenn man das aufmachen kann, dann kann man da bestimmt was reinpacken. So. Jetzt sind wir hier auf der einen Seite. Hier ist anscheinend Kohle drin, hier brennt der Ofen. Okay, die Frage ist jetzt, was kann man jetzt hier machen? Weil, okay, I have worked in this mine since I was young lad, and I have never even thought of complaining about the work that I have been given through this company. Yet recently I don't think I can stand by and say nothing anymore. I'm talking about bare faith bullying in the mines. I don't like to name people in particular, but myself and my college's witness, young Simon Shorrocks. The other day have this pasty goblet up by the warden, just because he could leaving the lad hungry. Now, and now he's your son, but this has gone too far. Good and honest workers are beginning to give up, to get demoralized. None of us want to see that happen, old Farrell. Ja, so viel dazu. Was kann man jetzt hier machen?
war noch ein kleines Kind, sein Sohn. Und da muss irgendwas passiert sein. Ja, was kann man jetzt hier machen? Ich wette mal, in dem Raum kommen wir bestimmt noch später. Wir haben das jetzt... Sollen das wahrscheinlich lesen. Was ist da? Warte mal. Haben wir irgendwas, was man da hinpacken kann oder so? Oder braucht? Oder... What the fuck? Immer der Hammer. Klong, klong, klong machen. Nein. Okay, viel kann man jetzt hier nicht machen. Oder? Was ist denn mit der Kette? Die kann man bestimmt irgendwann offen machen mit einem bestimmten mit einer bestimmten Sache. Oder irgendwas hat das hier noch an Bedeutung. Okay, wir haben das jetzt auf jeden Fall hier geöffnet. Und haben erstmal jetzt eine Runde, sind erstmal eine Runde weiter hier, so. Ah! It's Wednesday. I sent my report off 2 days ago now, so we'll have to wait and see what happens there. I spent an hour talking with Jim today. He's a very loving son, and I think having him here for the sessions, albeit briefly, has had a marvelous influence. We were talking together about the dummy he had as a child, and how he didn't stop using one until he was almost 4. Laughter can play a huge part in this treatment, and this is the first real time I've been able to put it into practice. We're really getting through. Okay. Und wieder haben wir eine kleine Geschichte gelöst. Und der Truhe ist aufgegangen. Okay. Wir haben irgendwas rausgeholt bekommen. Was wir für irgendwas nutzen können. So, mehr ist in dieser Truhe nicht drin. Da ist noch ein Dings, aber okay. So, das war die erste Truhe. Beziehungsweise der erste Streich. Jetzt geht's zur nächsten, 420. Die Maus ist mir noch ein bisschen zu krass schnell. Muss ein bisschen runter packen hier. So, so ist doch viel besser. So. Ja. Da oben ist das nächste Dingen. Wenn ich den Code eingebe, ist das bestimmt hier zusammen. 1151. Boah, warte mal. Dieses Headset hat aber auch eine krasse Kabeldings-Konstellation. So.
Wieder Nummer 1151. 1151. That's easy as going where you're told and when you're told to go. Wusste ich doch, siehst du, der setzt das zusammen. So. Oh. Ein Rednerpult. Ein Tisch, wo ich Sachen drauflegen kann. Kerzen. Taking a life? Ending something because it was ordered to be ended? Ein Leben nehmen. Oder enden. Ach, da ist das Bild nochmal. Guck mal eine an. Ken. Why were so many of you down in the depths as a day? Why you? It was never ever your job. You were a repairman for good sake. You should have come home that day. You should have been at the May Day celebrations with all of us. Your brother Matthew managed to get out of there, thanks to Thomas Fletcher. That is, I just wish you had come back with him too. Danny is going to write an article about it all in the Pinwheel Post. He will do his best to get the place closed for good. We will miss you, Dad. Die scheinen abgehauen zu sein oder so. Keine Ahnung. Aber was ist das Geheimnis? Muss ich jetzt alle... Warte mal, ich mach mal alle Kerzen aus. Weil die hat ja gerade geredet, als ich die Kerzen ausgemacht. Vielleicht hat das ja irgendeinen Sinn. Warum die Kerzen denn aus sind. Und diese Geräuschkulisse. Now? Nix, ne? Ne, war mir klar. Ach, Moment mal. Hier ist doch alles mit diesem Kreuz, ne? Vielleicht muss ich ja die Bibel hier hinlegen. Kann man nicht runter, ne? Das ist unglaublich. Bringt das was, hier die Bibel hinzulegen? Weil ja auch hier die ganzen Kreuze und so alles sind. Aber das hätte die auch gesehen. Ja, dann hätte die auch irgendwas gesagt, ne, davon, dass man da irgendwie, wo ich das Buch da hingelegt habe, dass da irgendwie was, warum für, oder was auch immer. Warte mal, das Ding ist nicht auf. Da oben muss es doch noch irgendwas geben.
Oh Gott, ich muss mal kurz niesen. So. Die Allergie kommt. Kennen wir ja. So, ja, irgendwas muss doch hier sein. Irgendwas müssen wir hier draufpacken. Aber was? Nein, was ist das eigentlich hier? Es kommt doch auf irgendwas drauf, bestimmt. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich noch hier machen muss. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwas drauflegen. Kommt darauf an, was und wie. Gehen wir erstmal in die anderen Räume. Wir haben ja noch einen Code, den wir eingeben müssen. Nehme ich auf 480. Eins, vier, null, drei. But how would they see the stories? Everything seems backwards now. Diese beiden Dinger drehen muss, das weiß ich auch nicht jetzt. Fragments are torn. Help. Everyone, remember. There are no heroes at war. Only those who made it home and those who didn't. So, das hätten wir auch jetzt. Sehr gut. Aber was ist denn, wenn man das auf rückwärts abspielt? Weil es ist ja nicht irgendwie, muss es ja auch was geben. Weil man, ich meine, ich sage mal so, der Schalter da hinten, um es rückwärts abzuspielen, ist ja nicht nur so da. Da muss ja irgendwas, ne. Muss ich die nochmal irgendwie sortieren, dass sich das dann rückwärts auch wieder mit den Buchstaben anhört? Weil ich meine, okay, man kann es rückwärts stellen. Aber warum? Warum kann man das einstellen, dass es rückwärts läuft? Da muss es doch irgendwo eine Bedeutung dafür geben. Oder irgendwas. Und das ist schon wieder so ein Teil. Aber für was? Für was? A notion observation that, among the other items I've received, this ticket has been beautifully preserved and looked after for many years. It's printed on machine-embossed brown paper and doesn't seem to have aged a day. My patient obviously wanted to keep this item over the years, and for this reason I believe the treatment is going to work. They want to remember. There was a lot of verbal feedback today, and I have a positive feeling about the rest of our sessions together. Now we just have to keep pushing for newer memories. Pushing for new memories. Also, wie gesagt, Fragen über Fragen. Auch hier wieder. Die Rätselslösung. Also, ihr könnt mir ruhig Tipps geben. Ne? Das ist nicht so, dass ihr mir dadurch irgendwie spoilert. Ihr mich spoilert in irgendeiner Art und Weise. Tipps könnt ihr mir geben. So nach dem Motto: Ah, guck mal da, lass das vergessen. Mal versuch mal das und so, da ist was, was du noch brauchst. Und das wäre echt gut. Wie zum Beispiel, also auf jeden Fall hier, warum kann man das rückwärts stellen? Also, dass das rückwärts abspielt.
Da muss es doch irgendwo, muss da doch was geben oder was sein. Aber jetzt kommt die große Frage. What the fuck ist, also ich meine, hier ist das Bild mit Vater. Vater hat irgendwas... Das war ja die Reihenfolge, der Tonbänder. Ja, eins fehlt uns noch. Ich meine, ich kann ja immer noch an den Ort des Geschehens zurückgehen, so ist das nicht. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier hin, um ein bisschen weiter zu kommen. Wir gehen zum industriellen Central. Wie gesagt, was muss ich da oben ablegen? Irgendwie, um die Truhe da unten zu öffnen. The area of the mine that you've just entered seems to be outputting a variety of important memories. There also seems to be a strong signal coming from within it that appears to be in line with what we'd expect from the artifact. The item we're after to make you stronger. With dementia, it's often the patient's short-term memory that begins to falter first. We can use older memories as a seed to help rebuild and validate our patient's life story. The artifact should also help us to avoid another relapse, whilst allowing us to target the amyloid plaques that cause our patient's brain cells to die in the first place. Hey, remember the old days? I call, you answer, we talk. After that, neither of us would have to worry about what was going on. It's a stupid question. I'm not trying to spy on you, but a status report would be good from time to time. Das ist die dritte Nachricht, die wir uns angehört haben. Sechs Nachrichten müssen wir uns bestimmt anhören, weil die ersten drei, weil die, da sind sechs Lichter drauf und die Lichter gingen an, je nach Nachricht, die wir gehört haben. Wir haben jetzt schon zwei Nachrichten gehört, jetzt das ist die dritte Nachricht. Das muss auch irgendwas... Irgendwas muss das zu sein scheinen. Es muss doch auf jeden Fall da sein. Sechs Nachrichten gibt es bestimmt. Wir müssen noch drei hören. Ja, wir finden die letzten drei bestimmt noch. So, jetzt erstmal gucken, was ist hier. It's a shame, but none of this is gonna last. Ein Hammer! Oh! Eine Taschenlampe. Okay. Das leuchtet so golden. 10, 12, 10 bis 12, 10 von 12. Auf jeden Fall ist das bestimmt ein... Eine Sache, die wir auf jeden Fall benutzen können oder was mitmachen können. So, das ist so eine Art, wie nennt er sich? So eine Art Melodie, Musik oder was soll das sein? Oh, wie heißt das jetzt so?
so Spannungsmusik. Zehn von zwölf, also bestimmt gibt es 12 Dinger davon. Wow. Warte mal kurz, ich muss mir kurz die Nase putzen, Alter, das ist echt krass, ey. Auf jeden Fall 10 von 12, irgendwie gibt es 12 Dinger davon und wir sind beim 10. angelangt und wir müssen jedes Ding, glaube ich, ziehen. Ich wende mir die auch, es gibt 12 Dinger, wir sind beim 10. und wir müssen alle ziehen, um irgendwas auslösen zu können oder zu müssen irgendwas auszulösen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir so ziemlich sicher, weil, wie gesagt, so stelle ich mir das jetzt vor. Kisten über Fässer über Fässer. Mary P. Ah. Ah, wieder ein, vierstelligen Code, den wir rausfinden müssen. Was? 100, 100, 300, 200, 200. Okay. Ein Rätsel. Das dürfte auch ein Rätsel sein. A5, da hinten stand C7. Also 100, 100, 300, 200, 200. 100, 100, 300, 300, 200. Okay. Ich muss auf jeden Fall rein. Wow. That's amazing. Was? 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 Huh? It's amazing? What is amazing? What is amazing? Ah. Nee. 100, 100, 300, 200, 200. It's not going to get any better. This isn't going to get any easier for anyone. It says here that arsenic was a very useful byproduct of the tin refining process and is still used in many medicines and foods. The miners ground and burned out any unwanted materials and then exported it for money. But in these quantities it was extremely lethal. Accidents here were often fatal. Let's find out what happened here. Ja, wollen wir mal... Ah, okay, jetzt, Ah, jetzt geht da auch, jetzt ist da Feuer drin, okay. Und das Ding dreht sich hier. Ich kann da leider nichts reinpacken. Okay, Arsenik. Arsenium. Okay, Arsenik. Arsenik?
Warte mal. Wo war noch mal der Raum? Beziehungsweise das Fenster. Bin ich jetzt bekloppt? Wo war nochmal das Fenster? Das Fenster, wo war das Fenster? Hä? Jetzt blind? Jetzt bin ich bekloppt. Ich habe doch gerade noch ein Fenster gesehen, wo ich rausgeguckt habe oben irgendwie. Das war auf jeden Fall hier, das weiß ich. Ah, hier, hier. A5 ist das, ne? Eine 5, okay. A5. Weil, wir notieren uns das mal. Das bestimmt wieder, auf jeden Fall wichtig. Muss ja, weil, kann ja nicht anders. So. Minus 3. Arsenikhaus, Minenmanagement, okay. Muss es anschauen. Oh. Life is slower and easier. The savings could be spent on our retirement or living comfortably. Ich glaube, höher kann man das nicht machen. Was ist denn hier unten? Pinwheel Export. Okay, muss irgendwas gemacht werden. Okay, fragt sich nur was. Irgendwas muss ich hier machen, damit das abgeläuft, hier abgeht.
Okay, ja. Wo geht's hier hin? Ah! Well, I must say, I'd hoped this case would have been solved by now. I know, I should take some of the responsibility. But I have given you every resource imaginable to complete this restoration. Just remember that all of this funding is lost if you don't do your job effectively and find that artifact. Mind Heart. Das ist das Ding, was bei uns vorne hier liegt. Aber was hat das damit auf sich? Irgendwas muss doch, muss ich doch machen. Da muss ich auch noch was machen mit. Sehr, sehr mysteriös und seltsam. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Hier ist das kaputt gegangen. Da war wieder so ein Teil im Übrigen hier. Was ich drücken musste. Zwölf von zwölf. Naja, wir suchen mal die anderen. Hier geht's runter. Ah, hier ist wieder so ein Teil. Was sich dreht. Fields other. Idde. Cider. Fields Cider? Nehmen wir mit. So. Was ist das hier? Muss ich das zum Laufen bringen? Weiß ich nicht. Und hier geht gerade zwei Linien her. Wo führen diese hin? Hier ist auch wieder irgendwo so ein Teil, was man einsammeln kann. So ein rotes Fähnchen. Ah, Ore Training. Da. Wusste ich's doch. It seems that the patient is getting a little agitated. Not to worry though. They always get worse before they get better. With that said, I have been warned about, well, pushing these experiments too far. But I feel like I can trust you. You will keep this just between us. Pinwheel Post February 1961. Ja, da brauchen wir wieder so einen vierstelligen Code. Ich glaube, die Dinger leuchten, wenn wir gewisse Sachen hier aktiviert haben oder gemacht haben. Aber 200, 200, 100, 300, 300. Das müssen wir uns merken. Daisy's last is accident. Oh, was ist das? Einfach nur so ein Ding, so.
Boah, diese Melodie im Hintergrund, ne? Was ist das? Oben gibt es bestimmt auch so ein Ding, was ich einstellen kann. Warte mal. 200, 200, 100, 300, 300. Habe ich da oben eingestellt, aber. Nichts ist passiert. Naja, egal. 300, 300, 100, 200, 200. Hier nicht, vielleicht aber da. Ich gehe mal dahin. I think I see where this is going. Kollaps. Ah, das ist das hier, okay. Wow, look at that. The most beautifully painted sunset. All those greens and browns. Just amazing. Die Melodie hat's in sich, ne? Ich fühle mich gar nicht, als wenn ich ein Horrorspiel spielen würde. So ein bisschen. Ah, ein Buch. Painter's Journal. Okay. Okay, jetzt sind wir unten. Wieder. Da ist die Mine. I wonder if I'm hand-painted too. Drei von zwölf. Da muss ich bestimmt auch noch hoch. Oder ich war da schon oben. Eins von beiden. Sehr viele Werkzeuge liegen hier. Wash bad sheets today. Okay. Three years. I've placed three whole years of my life into this research. I have sacrificed so much. Patients with these specific symptoms of dementia and at this stage don't come along often. And to be told that after 3 years of hard work and waiting that I have only 9 days to yield the results they want. Who the hell do they think they are? It's not my fault. I can only work with the restorers I'm given. Pick mail up from Flora. Open mail, short mail into important and junk piles. Place junk pile into bin. Place import pile into letter rack. Okay. Was für eine Melodie im Hintergrund, ey, das ist ja, jagt einen wirklich einen Schauer über den Rücken. Okay. Schreiben wir uns das auch mal auf. Arsenikhaus haben wir. Ore Tremming. Ore Tremming 200, 200.
100. Ach, 100, nicht 1000. 100. 300. 300. Dann gibt's noch Mittelmanagement. Das ist 300. 100, 100, 100, 200. Dann noch Miner's Dry. So. Haben wir es mal aufgeschrieben. A large bundle of postcards just laying in a pile on the front porch. This is called a victory shaft. Apparently it could be seen for miles around and controlled the central operation to the industrial area. Each of the four work pillars were pivotal in Pinwheel's economic success, and all of them, working to full capacity, was required to create a sustainable export operation. Okay, da kann ich noch nicht viel mitmachen hier. Mit der, mit dem Management hier, mit dem Dings, weil wir müssen noch ein paar Sachen finden wahrscheinlich. Okay, hier kommen wir leider nicht rauf. As soon as we get off this boat, we should take a look at one of those. Alles sehr, sehr merkwürdig hier. Und wie und wie und wie. Und warum? Und weshalb? Do you think it's safe? So tall. Was? What was that? Das hört sich an, als wenn da gleich alles auf mich zusammenbrechen würde. Geheimnisse über Geheimnisse. No, don't turn back. Was? Hä? What? Nee, no turn back. Du beobachtest mich. Warum? Alte Spannerin. No turn back. Okay. J4. J4. No turn back. Okay, no turn back. Aber wohin? I'm really sorry for asking, but I thought I'd left them there. Ich bin ja auf dem Weg, keine Angst. Ja, das nächste Ding. You know, in the last 3 years of experimentation, I've worked with some very good restorers. Yet none of them had the heart or the mind to get as far as you. I hope that you succeed when the others have failed. Our chances of continued funding rely on this. You won't let me down now, will you? Ja. Definitiv. Mayday Festival.
Pinwheel Village. Nein, ins Village will nicht. Mayday Festival. Mensch, Mayday. Hallo. Party on the Rocks. Mill Management. Und bevor wir ins Mill Management reingehen, lesen wir dieses Buch. Buch gelesen. Wir machen eine kurze Pause. In 5 Minuten sind wir wieder da. Es scheint also mysteriös. Die Frau scheint uns zu beobachten. Weil no turning back. Und erzählt weiter. Und da ist noch so ein Ding. Wie kommen wir da hin? Alles Fragen, die hoffentlich gleich beantwortet werden. Bis gleich!